Letzten Sommer hatte ich Elterngespräche mit den Eltern der neuen Schüler und die Elterngespräche, da hatte ich etwa 30 bis 45 Minuten eingeplant und es gab Elterngespräche, die haben über eine Stunde gedauert und andere Elterngespräche, die haben 15 oder 20 Minuten gedauert und dann waren wir fertig. Und egal wie lange das Elterngespräch dauert und egal wie die Eltern sind, es ist einfach so wichtig, dass sie sich abgeholt fühlen und merken, dass ich sie ernst nehme als Lehrperson. So, liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute geht es um Eltern wieder einmal und das ist etwas, wovor sich viele Lehrpersonen fürchten, gerade im Berufseinstieg oder auch später oder wenn man weiß, dass ein schwieriges Elterngespräch bevorsteht und so weiter. Aber bevor wir starten, möchte ich kurz aus dem Buch von Hetti und Klaus Zierer, Kenne deinen Einfluss, aus der Hetti-Studie eine Seite hier vorlesen, Seite 116. Neben den Lernenden und der Lehrperson sind es die Eltern, die eine entscheidende Rolle einnehmen, wenn es um Bildungserfolg geht. Und auch diese Kooperation ist alles andere als einfach. Aber Stigmatisierungen von Eltern, wie beispielsweise als Helikoptereltern, nützen wenig, um die Herausforderungen meistern zu können. Denn mit dieser und ähnlichen Zuschreibungen werden Probleme nicht gelöst und stattdessen Gräben aufgetan, die zum Wohl des Kindes zu schließen sind. So, und nochmal kurz gesagt, was hier in diesem Buch stand als Zitat, ist einfach, es ist so wichtig, dass wir Eltern, nur weil sie vielleicht sehr besorgt sind oder sehr viele Informationen von dir als Lehrperson verlangen über ihr Kind, dass du sie nicht alle einfach in einen Topf schmeißt. Selbst wenn du ganz viele Eltern hast, die wie Helikoptereltern wirken, wenn du ihnen dieses Label zuschreibst, dann wirst du sie auch in diese Schublade stecken und sagen, gut, das sind genau diese Typen von anstrengenden Eltern, die ja tendenziell relativ mühsam sind. Und das ist einfach schade, das ist eine vergebene Chance, anstatt dass du einfach versuchst, richtig hinzuhören und zu versuchen nachzufragen, was ist ihnen wirklich wichtig. Also nicht einfach sie anzunehmen als, ah, die wollen alles immer an Informationen und es ist so viel Arbeit mit denen und so weiter. Einfach genau hinzuhören und nachzufragen und versuchen rauszufinden, was ist genau ihr Ziel. Und damit auch eine Gemeinsamkeit suchen, die die Eltern und du als Lehrperson haben. Denn schließlich sollte es in deinem Interesse sein, dass eigentlich möglichst alle Schüler, so gut es geht, ihr volles Potenzial in der Schule ausschöpfen können. Und da beginnt auch das Ganze einfach mit der Beziehungsarbeit. Ich habe in vielen Videos über Beziehungsarbeit gesprochen und ich meine nicht einfach die Beziehungsarbeit, die man in den Büchern liest und hört, wenn man in der Lehrerausbildung war und so weiter, sondern Beziehungsarbeit heißt wirklich dem Menschen nahe kommen, ihn gut kennenlernen, wissen, was auch außerhalb der Schule läuft, versuchen, die Stärken und Schwächen kennenzulernen, wie interagieren die Kinder oder die Schüler innerhalb von Gruppen und so weiter. Und das gleiche auch ein bisschen mit den Eltern, also mit den Eltern dann im Gespräch nicht nur immer nur über die Schule zu sprechen, sondern gerade wenn sie mal in die Schule kommen, auch die Gelegenheit zu nutzen und fragen, was arbeiten sie eigentlich und vielleicht versuchen ein bisschen rauszufinden, ja, was sie sonst auch noch für Interessen haben und da einfach auf Augenhöhe zu kommen, weil das die Basis dann für die Zusammenarbeit ist. Und je mehr du über die Menschen herausfindest, egal ob die Schüler oder die Eltern, und das gilt auch für Mitarbeiter und Menschen allgemein, wenn du dir Mühe gibst und versuchst, den Menschen kennenzulernen und zu fragen, was ist dir wichtig im Leben, so plump gesagt, aber natürlich einfach mit verschiedenen Fragen, so was machst du allgemein so in deinem Alltag, wenn du das tust und mit ihnen das Gespräch suchst, um herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist, dann wirst du sie auch viel besser verstehen. Und wenn du dann Helikoptereltern hast, oder einfach Eltern, die, ich sage jetzt mal, sehr besorgt sind, sehr bemüht sind, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel bemüht, das kann gut sein, dann wirst du sie trotzdem viel besser verstehen können. Und wenn du das mal verstanden hast, dann hast du die Basis, um darauf aufzubauen und ihnen mal zu sagen, gut, wenn ihnen das so wichtig ist, dann kann ich das hier als Lösungsvorschlag präsentieren oder wir sollten uns auf das konzentrieren und so weiter. Also es geht einfach darum, möglichst immer lösungsorientiert zu sein und nicht problemorientiert, sondern immer versuchen, nach Lösungen zu suchen und einfach die Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Ziele versuchen festzulegen mit den Eltern, damit ihr auch zusammenarbeiten könnt. Eine gewisse Grundhaltung zu entwickeln, wo man die Menschen nicht einfach in eine Schublade steckt und labelt, sondern einfach offen bleibt, versucht, alle Vorurteile aus dem Weg zu räumen und einfach mehr Fragen zu stellen, anstatt Dinge an den Kopf zu werfen, die einem nicht passen beim Schüler im Unterricht und so weiter, sondern einfach ein offenes Gehör haben, versuchen nicht darüber nachzudenken,
wie diese Menschen sein könnten, sondern einfach die sprechen lassen und auf dich wirken lassen. Und so wirst du sie viel besser kennenlernen und die Arbeit wird viel eher gut gemeinsam funktionieren. Okay, wieder mal als Buchempfehlung. Dieses hier ist viel die einfachere Version zum Lesen der Hattie-Studie, auf Deutsch auch gerade, Kenne deinen Einfluss. Der Bücherlink ist in der Videobeschreibung unten. Wenn du es bestellst, dann wirst du ganz sicher viel mehr lernen für deinen Lehrberuf und viel professioneller handeln. Mich persönlich hat es enorm weitergebracht. Auch wenn ich mit vielem nicht immer einverstanden bin, es ist einfach so viel wert, sich weiterzubilden. Und zwar das, was einem selbst wichtig ist und natürlich nicht immer nur die vorgeschriebenen Lehrerausbildungen, damit du auch mehr Freude in deinem Beruf entwickeln kannst, weil du einfach besser wirst bei dem, was du tust. Wie wenn man ein Instrument, wenn man stundenlang in Arbeit da investiert und immer besser wird und damit auch einfach mehr Spaß haben wird. Wenn du die Bücherlinks benutzt, kannst du mich auch unterstützen, weil es ist ein Affiliate-Link von Amazon. Das heißt, ich erhalte eine winzige Provision. Auch andere Dinge, die du dann bestellst, welche du vielleicht sowieso geplant hast und kosten tut es dich nicht mehr. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.